Hallo ihr Lieben, Olga, Cecilia hier und herzlich willkommen zurück zu den Super Smash Bros. Stars. Ihr habt es euch gewünscht, ich soll auf Riddles reagieren. Und zwar habe ich mir zwei Matches rausgesucht, wo Riddles scheinbar richtig abgehen soll. Und zwar natürlich ein Match mit Terry und ein Match mit Kazuya. Für die, die es wissen, Riddles war der beste Shoto-Spieler. Vor allem mit Terry und Kazuya unterwegs. Früher hat er lustigerweise auch die Belmonts gespielt, das schauen wir uns jetzt nicht an. Ich denke mir, so zwei Sets reichen für so eine Reaction. Aber ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, falls ihr davon nicht genug bekommt und sagt so, das hier macht doch nächstes Mal drei Sets. Kommt dieses eine Set noch mehr, das macht die Kohle jetzt auch nicht fett. Dann könnte man das irgendwie vereinbaren. Aber ich finde so zwei Sets ideal. Und naja. Riddles ist irgendwie beliebt, das haben mir echt viele gesagt, deswegen machen wir das jetzt auch. Und reagieren auf Riddles. Erst Terry, dann Kazuya. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf und ihr hoffentlich auch. Film ab! So ihr Lieben, Tweak mit Donkey Kong. Ich weiß nicht, warum er jetzt Donkey Kong spielt, aber Tweak spielt sowieso das ganze Roster. Ding, Riddles, Terry. Schlechtes Matchup für Donkey Kong, sind wir ehrlich. Okay, all right. But we will see. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie es hier ausgeht. DK, Donkey Kong. Cool, dass du jetzt nicht angefeuert wirst. Das ist wahrscheinlich euer Favorite. So viele sich das gewünscht hatten. Power Wave direkt rein. Jab, Jab, Power Dunk, man kennt's. Der DK hängt an der Kante und ich weiß nicht, was das war. Crack Shoot Offstage. Ja, bei den Shooters passiert es, weil ich höre, dass random Inputs rauskommen. Waveland und zack, und das Kommentar in der Down Air. Was zum Geier war das? Was zum Geier war das? Das ging so schnell, da hätte er mich auch gehabt. Das war ein Neutral into Down, das ist eine True Combo, ich kenne mich ja nicht aus. Das ist das Problem. Ihr wartet, dass ihr auf Riddles reagiert. Ich weiß nichts über Terry und Kazuya. Ich bin so schlecht mit den Shotos, aber ihr seht, das schien ziemlich legit zu sein. Übrigens, Perfect Zock. 0%. Das ist so krass. Da fehlen mir die Worte. Crackshot hat er versucht zu kommen, hat auch excellent. Jetzt hat er einen Punish bekommen, aber keinen großen Punish. Der Tweak für ein Grab-Game, guck mal, getrippt ist. Da sind die Back-Airs von DK, man kennt's. Jab, Jab, Jab. Wow! Was war das? Okay, das war sick. Das will ich wissen, was das war. Was war das für eine komische Air-Kombo? Den Jab habe ich hier nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob das geplant war, aber ich finde den dritten Jab von Terry echt nicht so toll. Das war Down Air into Neutral Air into Burning Knuckle. Down Air, Neutral Air, Burning Knuckle? Das kommt und killt fast. Und da wurde geschießt, I guess. Das war komisch. Das war echt seltsam. Das hätte er, glaube ich, taken können. Aber Donkey Kong macht so schnell Schaden und ist schon wieder fast ausgeglichen, obwohl das Match auch echt bad ist. Weil Donkey Kong voll das Combo auf ist. Boah, da kommt der Epson nicht. Ja, der Burning Knuckle reicht trotzdem nicht aus. Terry, kein Rage, man kennt das. Oh Gott. Jab, Jab. Und dann Abi. Okay. Why not? Ich weiß nicht, ob das jetzt gebuffert war, ob es jetzt Special Input war, da muss man nicht nach unten drücken. Aber es reicht, glaube ich, auch ohne Input. Oh shit! Das war auch ein krasser Kill-Confirm. Der beste Punish, den Tweak hätte machen können. Not bad. Ich muss echt aufpassen, ihr Lieben, dass ich nicht zu sehr auf Donkey Kong gucke, weil den spielt ja halt wirklich. Und Terry, kann ich mich auch nicht mit da was. Aber wir gucken hauptsächlich auf Riddles. Und Double Jump Quasted, dann trotzdem mit der Back-Air. Riddles respektiert das, hat's gesehen. Und das wieder Down-Tilt, Down-B geht halt immer, egal ob er trippt oder nicht. Ist halt immer eine gute Sache. Aber er hätte auch wieder für einen Grab gehen können. Aber auf die random Trips reagiert man manchmal nicht rechtzeitig. Und wieder die Abi. Schon wieder die Abi. Aber ich finde, Tweak ist verdammt weit gekommen, ne? Mit DK? Das Matchup ist echt nicht das Beste.
Naja, mal schauen, wie auf Tweak irgendwelche Adjustments macht. Bei ihm würde mich das ja nicht wundern. Der Arils, der Main Kazuya. Secondary Terry, aber hier denkt er sich, ne, hier gehen Full Terry. Ja, komm, Tweak, Secondary Wolf, der spielt als Secondary das gesamte Roster. Warum steht er jetzt in DK? Das ist so seltsam. Das ist echt komisch. Boah, was zum? Oh mein Gott! Er lässt den ja keine Gelegenheit mehr zu atmen, das muss ich nur sehen, das ist ja abnormal. Riddles! He's just a boy. Crack shoot. Up air, up B. Lässt nicht landen. Up air. Neutral air. Side B. Und Fred hat ihn weiter. Get up attack geschielt. Neutral air, side B, kill. Perfect stop. Oh Gott. Das tut beim Zusehen schon weh. Sobald DK im Disadvantage ist, ist Game Over. Ja, der F Smash. Das sind manchmal so Missinputs. Ich kenne wen in meinem Discord-Server. Spielt auch Shotos und da passiert es auch manchmal. Das ist einfach. Passiert selbst im Besten. Ist halt komisch. Tja, Landing Down B war wohl dann doch nicht so safe, oder nicht? Da hat Riddles wieder extrem krass gepunished hier. Kommt er mit den Power Dunk, stirbt zwar selbst. Riddles ärgert sich hier in der Cam, das habt ihr gar nicht gesehen. Das ist ja ärgerlich. Muss ich mich kurz ausblenden, das ist sehr sehenswert. A burn knuckle again. Achtet auf ihn. Er tötet ihn. Stirbt selbst und ärgert sich. Ich meine, er hatte einen besseren Stock, der war frisch, aber trotzdem. Jetzt stehe ich gar halt nur auf einen Stock. Ich fand, es war voll in Ordnung. Ich weiß nicht, ich fand es in Ordnung. Er war ja sowieso im Lead. Von daher, weiß nicht. Ich würde das nicht stören. Aber Riddles wollte vielleicht den Freestock, man weiß es ja nicht. Gott, Terry kann den so krass kommen und Neutral Air, Up Air. Die ganzen Aerials sind so bad für Donkey Kong. Und wenn Donkey Kong nicht richtig reingeht, kriegt er auch die Jab-Kombos von Terry, wie man hier sieht. Das war zwar unsafe, der Power Dunk war mein Mix-Up, aber Tweak hat nur gewartet und dann natürlich direkt gepunished. Go meters online. Oh, side B. Oh my god. See if it comes into play. Oh, if he did, God. I think that was a pop shot. Go ist da. Hatte Riddles überhaupt schon mal das Go? Ich glaube, DK hat ihn immer vorher schon getötet. Wir haben noch keinen Buster Wolf oder Power Geyser gesehen und da ist der Strick. Da ist wieder Stick. Ist das jetzt 2-0 oder gibt es so ein Game? Oh, das ist Best of 5. Und dann hinter Videolane kann man sehen, wie es ausgeht. Das war nicht gut für Tweak. Ich verstehe auch nicht, warum der DK nimmt. Ist das irgendwie Winners Final? Ja, Winners. Er dachte sich wahrscheinlich so, ach, im Winners kann ich noch DK trollen. Ich weiß nicht. DK ist halt einer der schlechtesten Charaktere, warum pickt man den im Tournament? Und da kommt er wieder aus dem Crackshoot. Und es war eben sogar die Input abgeben, man hört das da immer. Terry so, yeah! Rastet immer richtig aus. Oh, da sind die weg erst. Und ja, die Recovery von Terry ist echt nicht die beste. Finde ich die von Kazuya deutlich besser. Aber er kommt zurück. Zwar die Input ab hier, die auch Invincibility hat. F-Tilt. Habe ich auch gedacht, dass jetzt Buster Wolf kommt. Scheinbar nicht. War vielleicht nicht true. Riddles wird zwar besser wissen als die Kommentatoren und ich. Und er war dann nach oben gealtert, war es nicht true. Sehr interessant, wusste gar nicht, dass was nach oben gealtert kam. Tja, das unterscheidet Tweak von gewöhnlichen Spielern. Der weiß halt sowas. Oh, da wollte ich für die Back-Air gehen. Da wäre ich eher für die AB gegangen, oder? Mutiert und alles. Naja. Und da wo der Jump kreiert mit der AB, kenne ich mit dem Mac, da geht das auch. Oh, Downfrog? Neutral Air. Side B, interessant.
tackle going on the way up. So he's always ready to get the extra damage and knock back. Das ist echt interessant. Er macht ganz andere Kombos. Ich mache mal da, wenn ich Terry spiele, mache ich immer Downthrow, Up-Air oder so. Das ist gar nicht true. Ja, das ist echt gut mit dem Neutral Air. Kein Kombo immer. Neutral Air ist so stark. Das merkt er jetzt schon in diesem einen Match. Da und, oh nein, war das Spot-Touch-Update? Terry hat ja so einen Spezialangriff. Spot-Touch-Update, hat nur Terry. Und? Ja, Auto-Turnaround, niemals sind in Shorties rollen, die brauchen einfach nur jabben und kriegen dich dann trotzdem. Let's drop, Giant Punch von Donkey Kong, auch nicht schlecht. Schöner Tech-Chase, endet aber mit dem Tod. Da war der Buster Wolf. Die Recovery von Terry ist echt nicht die beste. Aber besser als von Rio und Ken. Finde ich zumindest. Crackshooter manchmal aus der komischen Hitbox, auf der sie sehen, ist er zu Boden geschleudert worden. Manchmal schleudert er so hoch, manchmal zu Boden. Ganz, ganz komisch. I don't know if he just wasn't sure what to go for out of that, but here we go. Bears again. Pressure. Oh, that's it. See you later. Yeah. Nair into down air. Nair to down air. Nicht das erste Mal, dass wir es gesehen haben. True Combo. Kenn ich persönlich gar nicht. Aber okay. Auf zum nächsten Match. Jetzt geht's zu Kazuya. Kazuya Mishima. So, hier werden wir. Und zwar gegen die One and Only Meister. Beste Game & Watch der Welt. Jetzt bin ich mal gespannt. Der weiße Kazuya. Oh. Ja, er kriegt natürlich auch immer Electric Wind God. Das ist ein sehr schwerer Import, der aber gefühlt in alles kommt. Extrem viel Hitzsammelt. Und diese 75% ist halt egal. Kazuya ist einer der schwersten Charaktere des Spiels. Top 10. Einer der schwersten Charaktere. Ungefähr so schwer wie Snake. Oh ja, es sieht right here, that Meister was expecting this. Kommt gerade nicht rein, aber ein, zwei Hits und Kazuya hat halt den Kill. Das war Kazuya. Gerade weil ein Mr. Game & Watch jetzt nicht so viel aushält. Ja, und der erste Stock zieht Riddles. Obwohl er die ganze Zeit nur kassiert hat. Das ist halt Kazuya. Hält ewig durch. Kassiert im Neutral, aber am Ende kriegt er trotzdem den ersten Stock. Ja, Electric Wind Godfist into Reverse Aerial Back Air. Das war interessant, das habe ich noch nie gesehen. Das war der Tsunami-Kick, glaube ich. Ich kenne den Namen nicht perfekt. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und da war die Electric Wind Godfist so krass, dass sie ihn weggedrückt hat. Das geht nämlich auch. Das ist schon interessant. Oh no. Also offstage. Da wollte er für die Cypli gehen. Cypli finde ich immer ein bisschen wack. Von Kazuya und Electric into Up-B. True Combo. Kann man Up-Smash kommen, kann man Up-B kommen. Gefühlt alles. Und er kriegt die Electric und Godfist halt immer hin. Wenn du das hinkriegst, Kazuya halt ein Top-Tier-Charakter. Wenn du Electric und Godfist nicht kannst, ist er nicht so gut. Oh mein Gott, ein 40% zu mitnehmen. Mit Mario und Ketchup. 40%! Und zack, da kriegt er Lock. Das ist auch so eher so ein Meme, da wollte er wieder viel Elektro gehen, dann weggedrückt. Und dann kriegt er einfach den F-Smash. Komm, du Armor, komm, versucht durchzuarmen. Vielleicht hat er erwartet, dass Mr. Game & Watch bzw. Meister jetzt für eine Back-Air geht. Back-Air wäre viel zu schwach, um zu challengen. Und hätte dann eine F-Smash sowieso kassiert. Ja. What up, though? Oh my god. Oh, that's crazy. Das war schon interessant. Aber ging aber weg, ne? Unleash! Ja, und dann wollte er Sprung machen. Ich weiß nicht, ob er rüberspringen wollte, eine Area machen wollte. Auf jeden Fall wurde er gepunished vor F-Smash. F-Smash ist so stark. Holy shit. Das ist schon Game 2, ja. Sorry, hab ich jetzt geskippt. So, New Game, let's go. Wieder Smash Bros. Smash Bros. Ist definitiv die beste Stage von Kazuya. Ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Wahl ist. Ich weiß nicht.
still rack it up. Again, I do think it is a matchup thing. Ich würde eher auf anderen Stages switchen, nur Battlefield oder sowas. Oder Yoshi. Aber vielleicht vorher Squad, man weiß es ja nicht. Außerdem wird Meister es besser wissen als ich. Comeback erst, Würstchen. Kazuya keinen Bock auf Würstchen. Electric Green, Godfist, New Trail. Die zweite New Trail Connection in United. Oh, da wollte er zu viel. Komischerweise schüttelt er jetzt nicht mit dem Kopf. Was sehr interessant ist. Aber in Terry Match hat er mit dem Kopf geschüttelt, obwohl er den Gegner noch mitgenommen hat. Er Gaming Watch tippt so schnell in dem Matchup. Unglaublich. Ja. Wird gejuggelt, New Trail. Kazuya ist auch nicht der beste Charakter im Disadvantage. Könnte für so eine Downer gehen, aber die ist halt auch nicht safe. Schon wieder. Electric Wind, Godfist und Reverse Area, Speck-Air. Richtig guter Kick-Anfang, gerade an der Kante, nicht schlecht. Kannte ich halt vorher gar nicht. Not where you want to be, having to come back and just look at Meister just being so aggressive, understanding. Yes. Ist halt gar nicht mal so schwer. Er muss halt nur Electric Grim Godfist können, was halt schwer ist. Aber der Confirm in die Back Air ist nicht schwer. Oh, da war ja die Flash Punch Combo von Kazuya. Es ist so schwer zu landen gegen Game & Watch mit Kazuya. Das merke ich auch voll und ganz. Und da kommt die Downer, Kingdom Hearts. Das war schlüsselschwer. Interesting. Ey, das ist so eine One-Man-Show gerade. Also wenn Kazuya gegen Game & Watch Disadvantage ist, ist er echt nicht zu lachen, wie ihr seht. Aber ein, zwei Fehler und der Stock ist halt weg. Wir gucken uns hier Riddles an und Riddles die ganze Zeit nur in Disadvantage. Das ist halt schon ein bisschen sad. Guckt euch an. Disadvantage. Kommt die Dash-Tag und sofort wieder ab die hinterher. Ja. Game & Watch in a nutshell. Oh, Demon Godfist. Nee, Demon Uppercut ist das ja. Demon Uppercut. Super strong, aber halt super viel Startup-Lag. Ich sag mal so, Kazuya kann schon comebacken, aber es wird knifflig. Ich finde, Riddles fischt jetzt auch ein bisschen zu sehr. Und Meister spielt einfach sein Neutral weiter. Baut weiter Prozent auf. Almost at 185, big lord, have mercy. Can't believe it, he's still living. Oh, it dodges the down here too. Now still living, ja, Kazuya ist einer der schwersten Charaktere im Spiel. Ist jetzt nicht langsam rumgesprochen? Diese Kommentatoren. Ja, 200. Schon viele Kazuyas gesehen bei 200. Ist normal. 201. Bei Game & Watch, wenn er nicht diverse Hits bekommt, kann tatsächlich nicht so gut killen. Und das war. Das war der Special Input. Deswegen Demon to Left Hook heißt es, glaube ich. Aber da ist die Backarbeit. 229%. Das war ein Match, ja, weiß nicht. Das hat der Advantage perfekt ausgespielt, also Meister. Riddles kam viel zu selten zurück ins Neutral. Das war schon. Es war tough. Das war echt schwierig. Na, wir gehen jetzt in Small Bay Field. Auch eine gute Stage für Kazuya. Hollow Bestien übrigens auch. Und wieder in die Back Air. Interesting. Oh mein Gott, ey. Und Electric, Neutral. Das war strong. Und da ist der Sparta-Kick. Der Sparta-Kick. Ohne Front-Kick. Und da war der schnelle Crouch-Dash. Gesehen. Ab hier hat er Shield auch eine gute Kill-Option. Definitiv hat er hier gut genutzt. Gesehen, oh, er rollt rein. Zack. Und der LED-Verkäufer erleuchtet. Ja. True Combo. 61.
on his second Rage Drive ist zum Beispiel der LED-Verkäufer. Einfach eine Absmash-Credit. Ich hab's auch nicht verstanden. Ja, da seht ihr, selbst die Besten der Besten machen manchmal komische Fehler. Ja, Electric Wind God was so safe on Shield. So unglaublich. Ja. Und True Come Ruin, ja, wie? Vorher hat er nicht mal Rage, nur ein ganz bisschen Rage. Krass, wie war der Kill so früh? Jetzt hat er wieder Rage Drive. Ach, Smash trifft nie auf Plattform, deswegen ist er dazwischen gelandet. Da gab es keine Option von Game & Watch, die ihn tötet. Kein Down Smash, kein Up Smash. Und wieder 40 zum Mitnehmen. Wow, die Electric hat gerade den Upswitch annulliert. Das ist interessant. Ich frage mich, wie wohl jetzt das so konsistent hinbekommt. Der Input ist so schwer, die Electric in God fest die ganze Zeit zu kriegen. Aber er schafft es. Er schafft das. Schau wieder Electric, weggedrückt. Ah, da wurde aber geedgeguard. Edgeguarding, Mr. Game & Watch, ist ziemlich gut. Was die abjahrst, die weg ärmeln kannst, ne? See here, you see Riddle's just trying to space it out. 60% now 77 climbing. Interesting. They get away. Wieder Electric. Electric back air. True Pill confirm. True Combo. Ist echt decent, ne? Macht fast nur Electric. Und Bates. Und with Punishes, aber es klappt halt. Ein, zwei Fehler gegen Casio und das war's. Diese Kombos aus Electric sind so stark. Und selbst wenn du Schild triffst oder Move von dem Gegner triffst, der wird der Gegner einfach weggeschoben. Electric Wind God Fist, das Neutral Electric Wind God Fist, der Combo-Starter, Electric Wind God Fist, alles. Falls ich glaube, wenn du so ein Casio am Main bist, du musst ein Altar für den Electric Wind God Fist aufstellen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Echt jetzt. Ist so krass. Das ist jetzt schon wieder ein neues Game, ne? Also YouTube-Vorschau stimmt nicht immer. Aber jetzt. You know, again on this stage we could see somebody being handed their first defeat. Was ist das für eine komische Musik? Gott, das ist smashing. Knowing about that matchup here, Riddle's keeping that in his back pocket. He did lose to Zomar. Ich frage mich halt, warum jetzt schon wieder Small Bell gepickt wird, wenn er da drauf verloren wird. Aber naja. Eben hat er Smash Bell auch gewonnen. Heißt ja nichts. Rage Drive immer noch da und da nutzt er die Invincibility des Rage Drives. Zweit, du darfst nicht irgendwelche Commitments machen, wenn der Gegner Rage Drive hat. Das war dumm vom Meister, actually. Du kannst alles damit challengen mit der Invincibility. Rage Drive ist krass. Naja, das war nicht gerade das Schlauste. Naja. Oh, da war der Ding mit dem Uppercut. Der ist halt richtig stark. So wie Shoryuken quasi. Aber so schwer zu treffen. Gibt auch keine Kombos da rein. Nur wenn der Gegner in so einem, ja, Mistake-State ist, dann kann man es machen. Nach Side-B und so. Aber ihr seht ja, wie viele Side-Bs hier verwendet werden im Neutral von Riddles. Nämlich keine einzige. Das ist viel zu risky. Ist. Gerade offline. Das war nur ein Stock-Lied, aber ihr seht es, ne? Disadvantage. Hier hat er wenigstens noch die Plattform immer zu ausweichen, rechts, links. Smash Bros. Hat nur die Mittler. Almost looking lost, but he does have him in a juggle situation. Great upbeat, just forcing him to the stage. Kannst du nichts machen, ne? Das ist ja krass, wie er dagegen machen. Risky Down Airs oder Fast for Air Dodge, schon das war's. Mehr Optionen hast du halt nicht. Und, oh Gott. Interesting, das war voll der Risky Air Dodge, der sich aber ausgezahlt hat. Jetzt nicht gepunished und er hat daraus Kill confirmed. Kazuya Mishima wins. Da war's. Das gehört. Nochmal. Not trying to overextend, but he keeps trying to go for these grabs and downs. Wow. That was a nail in the coffin. Woo! With the pop off, another victory in this set. Das ist schon interessant. Ja, der Kazuya ist irgendwie hype.
Ist relativ straightforward. Electric, was irgendwie geil. Ist cool anzuschauen, hat mich sehr unterhalten. Ja, ich bedanke mich fürs Vorschlagen von Riddles. Also, ich wurde ja selbst dadurch entertained. Muss ich ja zugeben. Sowohl der Terry als auch der Kazuya haben mich dann doch gut unterhalten. Wer war jetzt interessanter? Eigentlich schon der Kazuya, ne? Aber es liegt auch daran, dass es hier gegen Donkey Kong war. Ich sag mal so. DK kann doch nicht so viel machen gegen die Kombos, ne? Nee, auf jeden Fall, das war eine coole Sache. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gut, ihr Lieben, schlagt gerne wieder einen anderen Top-Spieler vor, der euch interessiert. Würde mich interessieren. Dann reagiere ich darauf. Und ja, schreibt auch gerne, ob es lieber anstatt zwei Sets 3 Sets sein soll. Das kann ich alles einrichten. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bei den Super Smash Bros. Stars. Heute mit Riddles. Haben mir sehr gefallen. Der Shoto-Meister. Man hat es auch gesehen. Der Typ hat die Charaktere wirklich drauf. Die Inputs sitzen wie sonst was. Und die Punishes sind halt gnadenlos. So muss das sein. Gut. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es wieder favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!